Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Nähen mit Burda. Heute nähen wir ein super Basic Shirt für Männer, das zu allen möglichen Styles passt. Wir nähen unser Modell mit der Yuki HZL DX3, die sich super für deine kreativen Nähprojekte einsetzen lässt. Für das Shirt verwenden wir einen weichen Jersey und ein Stück Reststoff für die Tasche. Außerdem brauchst du farblich passendes Nähgarn, Jersey und Zwillingsnadeln, unsere sind von Schmieds, deine üblichen Nähutensilien und ein Mini-Bügeleisen. Unseres ist von Feno. Zuerst ermittelst du deine passende Burda-Style-Größe. Für das Shirt benötigst du den Brust- und Taillenumfang. Wie man sich richtig ausmisst, siehst du in unserem Video richtig Maß nehmen. Ob Frauen, Männer oder Kinder, ausmessen ist immer die gleiche Vorgehensweise. Markiere nun die Maße in der Größentabelle auf dem Schnittbogen. Wenn die gemessenen Maße von der Größe in der Tabelle abweichen, kannst du dein Schnittmuster mit Hilfe unseres Videos Schnittanpassung am Papierschnitt abändern. Schau im Booklet nach, welche Schnittteile du für dein Modell benötigst. Breite dann den Papierschnittbogen vor dir aus. Die Größen auf dem Schnittbogen haben verschiedene Konturlinien. Markiere die Kontur deiner Größenlinie mit einem farbigen Stift. Das erleichtert dir das Ausschneiden. Schneide dann die markierten Schnittteile aus. Als nächstes wird der Stoff zugeschnitten. Wie du die Schnittteile auf dem Stoff anordnest, siehst du auf dem Zuschneideplan auf dem Schnittbogen. Lege den Stoff glatt auf den Tisch. Die rechte schöne Seite liegt innen. Falte dann die Webkanten jeweils zur Stoffmitte. Stecke die Teile 11 und 12 an dem Stoffbruch fest. Zeichne dann 1,5 cm Naht- und Saumzugabe parallel zu den Papierschnittkanten auf den Stoff. Schneide den Stoff neben den Schnittteilen ab. Falte den restlichen Stoff längs zur Hälfte, sodass die Webkanten aufeinander liegen. Die rechte Stoffseite liegt innen. Stecke die Teile 15 und 13 auf den Stoff. Da du Teil 13 nur einmal benötigst, wird hier nur durch die obere Stofflage gesteckt. Zeichne eine Nahtzugabe von 1,5 cm an die oberen und seitlichen Ärmelkanten und lasse die Saumkante aus. Am Ärmelsaum und an Teil 13 sind die Zugaben bereits im Schnittteil enthalten. Stecke das Schnittteil 17 für die Tasche auf einem Stück Reststoff fest. Zeichne an den seitlichen und unteren Kanten 1 cm Nahtzugabe an. Schneide dann alle Schnittteile aus. Bevor du die Schnittteile vom Stoff entfernst, werden die Schnittkonturen und Saumlinien auf dem Stoff markiert. Dazu verwendest du am besten ein Kopierrädchen und das Burda-Style-Kopierpapier. Eine detaillierte Anleitung findest du in der Verpackung des Kopierpapiers. Vergiss nicht, auch die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff zu übertragen. Die Position der Brusttasche im Schnittteil kannst du mit einer Heftnaht markieren. Dann kannst du alle Schnittteile vom Stoff entfernen. Wir starten mit der Brusttasche. Versäubere die Kanten der Tasche ringsrum. Wir nähen mit der Overlock MO 2500 von Yuki. Sie schneidet beim Versäubern auch gleichzeitig die Kanten zurück. Du kannst die Kanten aber auch mit einem Zickzack- oder Versäuberungsstich an deiner Nähmaschine versäubern. Bügle den oberen Besatz an der Umbruchlinie nach innen um. Bügle dann die restlichen Zugaben an den Taschenkanten nach innen um. Lege die Tasche so auf das Vorderteil, dass sie an die Anstoßlinie trifft und stecke sie fest. Stelle an deiner Nähmaschine einen Geradstich mit einer Stichlänge von 3 mm ein. Beginne an der rechten Seite und nähe die Tasche knapp neben der Kante auf das Vorderteil. Sichere dabei Nahtanfang und Ende durch Rückstiche. Entferne dann die Heftfäden. Vor dem weiteren Nähen bereitest du noch deine Nähmaschine vor. Für elastische Stoffe wie diesen Baumwolljersey empfehlen wir dir, eine Jersey-Nadel in einer Nadeldicke von 70 oder 80 zu verwenden. Sie hat eine runde Spitze, die den Stoff beim Nähen nicht beschädigt. An deiner Nähmaschine solltest du einen flachen Zickzack- oder Elastikstich einstellen. Dann bleiben deine Nähte elastisch. Natürlich kannst du die Nähte auch mit der Overlock nähen. Hier empfiehlt sich zum Beispiel die 4-Faden-Sicherheitsnaht. Wenn du mehr zum Thema Nähen mit der Overlock wissen möchtest, schau gerne in unserer How-To-Mediathek vorbei. Als nächstes nähst du die Schulternähte. Lege das Vorderteil rechts auf das Rückenteil und stecke die Schulterkanten aufeinander. Stelle an deiner Nähmaschine einen flachen Zickzackstich ein und nähe entlang der markierten Nahtlinie. Sichere auch hier Anfang und Ende durch Rückstiche. Versäubere die Kanten zusammengefasst
Bügle anschließend die Nahtzugaben in das Rückenteil. Als nächstes ist der Halsausschnitt dran. Falte das Halsbündchen rechts auf rechts zur Hälfte. Schließe die Naht an der kurzen Seite und bügle die Zugaben auseinander. Falte das Bündchen längs zur Hälfte, die linke Stoffseite liegt innen. Stecke die offenen Kanten aufeinander. Jetzt wird das Bündchen an den Halsausschnitt gesteckt. Dabei liegt die Naht am Bündchen auf der Schulternaht und die offenen Kanten liegen auf der Zugabe. Nähe das Bündchen mit flach eingestelltem Zickzackstich fest. Versäubere die Kanten zusammengefasst, lege das Bündchen nach oben und bügle die Zugaben in das Shirt. Steppe den Ausschnitt an der Bündchenansatznaht mit der Zwillingsnaht ab, dabei werden die Zugaben festgesteppt. Bevor der Ärmel an dein Shirt kommt, nähst du noch den Ärmelsaum. Bügle den Saum an der Umbruchkante nach innen um. Für einen perfekten Saum kannst du hier einen Saummagneten verwenden. Bringe den Magnet in 2 cm Abstand zur Nadel auf der Stichplatte an. Steppe dann den Saum mit der Zwillingsnadel von außen ab und führe dabei den Stoff am Magnet entlang. Jetzt kommen die Ärmel an das T-Shirt. Stecke die Ärmel rechts auf rechts auf den Armausschnitt. Dabei solltest du folgende Punkte beachten. Die Querstriche von Ärmel und Vorderteil treffen aufeinander. Der Querstrich der Ärmelkugel trifft auf die Schulternaht. Dann kannst du den Ärmel festnähen. Versäubere die Zugaben zusammengefasst. Bügle die Nahtzugabe in das Oberteil. Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil und falte die Ärmel längs zur Hälfte. Stecke die Seiten- und unteren Ärmelnähte aufeinander, dabei treffen die Enden der Ärmeleinsatznaht aufeinander. Nähe entlang der markierten Nahtlinie und sichere die Nahtenden. Versäubere die Nahtzugaben zusammengefasst, bügle die Naht auf eine Seite und verknote zum Schluss noch die Fäden der Versäuberungsnaht. Fast geschafft! Es fehlt nur noch der Saum. Bügle die Saumzugabe nach innen um und stecke sie fest. Setze die Zwillingsnadel ein und bringe wieder den Kantenmagneten an. Diesmal bei 1,2 cm Abstand zur rechten Nadel. Steppe den Saum wie am Ärmel von außen ab. Um die Naht zu versäubern, steppst du einfach mit ein paar Stichen in den Nahtanfang. Ziehe die Fäden nach innen und verknote die Fäden miteinander. Und schon ist dein T-Shirt fertig. Super einfach und super vielseitig. Teile gerne deine Kreation auf Social Media mit uns. Noch mehr Inspiration findest du auf Social Media. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Nähen und bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Nähen mit Burda.